mit Arndt Breitfeld sind wir heute an einem Ort, Arndt, wo die Post abgeht. Ja, hier geht sie ab, die Post, und hier kommen sie vor allem an. Die vielen Briefe, die heute mit der Postleitzahl Region 10 und 11 aufgegeben worden sind, und die werden dann hier angeliefert und für ihre Zieladresse vorbereitet. Also das ist eins von vier Briefzentren in Berlin und Brandenburg. Es gibt noch eins in Hennigsdorf, in Stahnsdorf und in Schönefeld. Und jetzt, während Sie ganz entspannt den Tag schauen, sich zurücklehnen und Ihren Feierabend genießen, beginnt hier die Rush Hour, die heiße Zeit bis in den späten Abend rein. Und wenn Sie jetzt gerade denken, das sieht aber entspannt aus, da haben Sie recht, aber es kommen gleich immer mehr Wagen und Lkw, und vor allem war ich eben schon da drin, und da nehme ich Sie auch gleich live mit rein. Das ist echt beeindruckend, wie viel Technik da im Einsatz ist und was für nette Menschen, die sich bemühen, damit auch Ihre Post pünktlich bei Ihnen zu Hause ankommt. Wir sind mit Arndt Breitfeld im Briefzentrum in Tempelhof-Schöneberg in Berlin, und lieber Arndt, ich habe da auch gleich noch eine Aufgabe für dich. Meine Schwester, die hat morgen Geburtstag, und ich habe ihr einen Geburtstagsbrief geschrieben. Und da ich heute früh in Berlin, sogar in Schöneberg war, habe ich den dort eingeworfen, in der Hoffnung, dass er morgen noch ankommt. Hier ist das Beweisfoto. Der Brief, Arndt, ist knallgelb. Hast du den irgendwo da schon gesichtet? Lieber Christian, ich habe ihn noch nicht gesichtet, und ich frage mich ehrlich gesagt, ob du das dieses Mal besonders herausfordernd für mich gestalten wolltest, weil als ich gesagt habe, es soll eine knallige Farbe sein, die heraussteht, habe ich natürlich nicht an so ein leuchtendes Gelb gedacht, was ein bisschen untergeht hier bei diesen vielen gelben Kisten, aber ich werde es noch finden. Das hier ist jedenfalls nur ein Zwilling des Briefs, den du losgeschickt hast, ein Duplikat sozusagen. Das heißt, liebe Zuschauer und Zuschauer, wenn Sie diesen Brief hier irgendwo sehen während dieser Live-Schalten, melden Sie sich, ja, und sagen mir, wo er ist. Also, hier kommen Sie gerade an, die vielen Briefe, die wir eben noch gesehen haben, draußen die Lkw, ja, und hier werden Sie reingeschoben in diesen kleinen, ja, Käfig, möchte ich sagen, damit die Briefe nicht entkommen können, und dann werden Sie hier hochgefahren von dem Greifarm, sieht man vielleicht auch, genau, und hier aufs Fließband gepackt, und dann geht es hier mit diesem Aufzug hoch, damit die auch mal ordentlich rumkommen hier im Briefzentrum. Und da oben übers Fließband geht's dann weiter. Und von da aus werden sie dann über diese ganze Halle hier verteilt. Ich bin hier auch ganz besonders ausgestattet worden, wenn Sie kurz schauen wollen. Hier Sicherheitsschuhe extra. Ja, also man hat hier offenbar große Sorgen, dass mir Briefe auf die Füße fallen könnten. Helm muss ich nicht tragen. Also ich muss mir offenbar keine Gedanken machen, dass mir hier eine Kiste auf den Kopf fallen könnte. Das beruhigt mich so ein bisschen. Also ich kann Ihnen nur sagen, es ist viel los hier. Ich zeige Ihnen jetzt, wo es weitergeht für die Briefe. Es sind tolle Menschen hier, und vor allem ist es auch eine riesengroße Anlage. Drei Dinge übers Briefzentrum Berlin Zentrum. Nummer 1. Das Briefzentrum hier in Schöneberg ist seit Ende 1997 in Betrieb, trägt mit 240 Metern Länge Größe XXL. Durchschnittlich wandern hier 2 Millionen Briefsendungen pro Tag durch die Halle. Nummer 2. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 34 Nationen arbeiten hier, viele in Teilzeit, morgens oder eben jetzt am frühen Abend für wenige Stunden. Nummer 3. Die Menschen schreiben immer weniger Briefe, dafür bestellen sie mehr Ware. Deshalb bearbeitet das Briefzentrum inzwischen mit hochmodernen Maschinen auch kleinere Pakete und sogenannte warentragende Sendungen der großen Online-Händler. Ja, und inzwischen ist die Zahl der Briefe wirklich deutlich gesunken zum Vergleich. Im Jahr 2000 waren es noch 80 Millionen Briefe täglich, die unterwegs waren, die zugestellt worden sind. Jetzt sind es nur noch so 46 Millionen. Also die Zahl der Briefe sinkt, aber es sind immer noch ziemlich viele, wie man hier sehen kann. Und die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben ordentlich zu tun. Hier an dieser Ecke möchte ich Ihnen kurz die Hatice Sönmezyut vorstellen. Darf ich Sie kurz stören? Das hier ist nämlich eine sehr wichtige Stelle, weil Sie hier nämlich, schönen guten Tag, alles durchsortieren, was die Größen angeht. Was ist Ihre Aufgabe? Meine Aufgabe ist, sind die kleinen Briefe von den großen zu trennen. Also MSB-fähige kommen auf dem Band oder hier rein, und die werden dann bearbeitet und weitergeleitet. Und wie sehr macht Ihnen diese Arbeit Spaß? Das ist ja auch ganz schön anstrengend. Man steht so mit gebeugtem Rücken, oder? Das ist ganz schön was, was Sie auch fordert, oder? Es ist schon anstrengend, aber die Zeit vergeht schnell, und die machen das ja im Wechsel, sodass jeder sich dann erholen kann. Okay. Und Sie haben gerade mit Ihrer Schicht erst angefangen, ne? Die Spätschicht. Wie war Ihr Tag bisher? Sehr schön.
Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Also hier sind also die schmalen Briefe, die kleinen und da oben die großen. Und die fahren dann auch später nochmal da hoch, wo die landen, zeige ich Ihnen nachher auch noch. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich hier den Schichtleiter finde. Den Florian Boosdorf, den haben wir irgendwo verloren. Aber egal, es ist eben einfach wirklich eine sehr, sehr große Halle hier. Und wir schauen mal kurz hier vorbei. Hier kommen die Briefe nämlich wieder raus. Hier sind sie schon praktisch alle mal geschichtet, ja, also ordentlich vorsortiert, aber alle noch so ziemlich durcheinander. Wir wollen gar nicht so nah gehen auf die Adresse. Es gibt ja noch das Briefgeheimnis, ne? Genau, und dann werden die hier nochmal einsortiert, offensichtlich sehr professionell umgedreht und dann werden die nochmal so aufsortiert, dass sie hinterher alle in der richtigen Reihenfolge sind. Und jetzt, meine Damen und Herren, wo Sie hier gerade diese fantastische Maschine sehen, jetzt ist auch der Schichtleiter endlich da. Ich dachte kurz, er wäre zwischen den vielen Briefen verloren gegangen. Lieber Herr Boosdorf, erstmal die wichtigste Frage. Dieser Brief hier, ja, den suche ich für Christian Matthäus' Schwester Marleen. Haben Sie den schon irgendwo gesehen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den heute hier finden? Sehr unwahrscheinlich, muss ich sagen. Aber ich könnte auch schon sein, dass er vielleicht schon bearbeitet wurde und auch schon an dem richtigen Weg Richtung Cottbus ist. Das werden wir natürlich überprüfen. Jetzt ist es so, dass hier nicht nur Briefe landen, sondern auch viele andere Sachen. Vielleicht können wir noch mal kurz da vorne hingehen. Zeigen Sie noch mal diese Kiste hier. Die halten wir mal hier vorne. Genau, wenn Sie die noch mal zeigen könnten. Man denkt es gar nicht, was alles so in Briefkästen landet. Zum Beispiel hier viele Portemonnaies. Wie kann das sein? Wo kommt das her? Ja, einerseits natürlich sammeln die Kunden, die sie entfinden draußen, Briefe oder ganz normale Geldbörsen, die werden einfach dann reingeworfen in Briefkästen. Und dadurch landen die dann auch bei uns am Ende. Und dann machen sie die auf und verteilen das Geld und alle haben was davon. Ja, wäre natürlich schön, aber nein. Die werden dann nach Marburg geschickt, da werden die gesammelt, geprüft. Und die meisten haben ja Mitarbeiter oder Kunden dann auch ihre Ausweise drin. Und dadurch können die dann auch identifiziert werden. Manchmal sind es vielleicht auch geklaute Börsen, ne? Und die werden dann einfach vielleicht von den Dieben, die wissen, dass so die gestohlene EC-Karte vielleicht auch wieder zurück soll, ne? Dann irgendwie einfach in den Briefkasten gesteckt. Sie sind ja jetzt der Schichtleiter, aber Sie haben ja vor vielen Jahren angefangen, ne? Als Student sozusagen. Ne? Warum sind Sie über 10, 12 Jahre hier geblieben und haben gesagt, ich möchte hier weiter im Briefzentrum arbeiten? Also einerseits ist es natürlich mega schön mit den Leuten, sind sehr sympathisch hier. Und dadurch macht es auch mega viel Spaß, sei das hier den ganzen Truppenteilen hier. Also das ist wirklich wunderschön. Also vor allem haben Sie auch diese Schicht jetzt gerade, ne, die um 14 Uhr begonnen hat. Genau. Was haben Sie vorher was Schönes gemacht heute schon? Ja, ich war beim Friseur, muss man sagen, leider heute. Ne? Ja. Und sonst, manchmal gehe ich einfach davor joggen, gehe nochmal einkaufen, weil vormittags ist ja doch relativ leer. Dann kann man das nochmal richtig schön nutzen, die Zeit. Ich danke Ihnen sehr. Also man sieht da hinten nochmal, wie das wirklich durch die Gegend fliegt. Echt beeindruckend. Und ich versuche jetzt doch nochmal so ein bisschen nach diesem Brief zu fischen, ob ich mir doch noch irgendwo angeln kann, lieber Christian. Weil ob der wirklich schon unterwegs ist, ich bin mir nicht so sicher. Na, wir gucken mal, wir gucken mal. Ich habe ihn heute früh eingeworfen. Im zuständigen Bereich sogar. Na, mal gucken. Viel Erfolg. Ich frage nochmal nach, Arndt, ob du ihn irgendwo sehen wirst. Wenn Sie eine passionierte Briefschreiberin gewesen sind und auch durchaus noch sind, dann passt das ja heute perfekt. Wir sind nämlich ja heute im Briefzentrum in Berlin-Schöneberg, in Tempelhof-Schöneberg mit Arndt Breitfeld, der dort sich umschaut. Wir haben ja dank dir heute die Möglichkeit, da mal zu schauen, wie das so läuft, da mit dem Briefe sortieren. Und ich hoffe ja immer noch, dass du vielleicht meinen Brief noch findest, an meinen Geburtstagsbrief an meine Schwester, den ich heute Morgen eingeworfen habe. Weißt du was, lieber Christian? Ich sage jetzt gar nicht so viel. Ich genieße einfach den Moment. Das ist er. Das ist vorne das Duplikat, der Zwilling. Und dahinter ist dein Brief. Den haben wir eben wirklich gefunden. Das erfinde ich nicht, das haben wir nicht inszeniert, sondern wir sind hier vorbeigekommen, weil die Briefe hier also schon vorsortiert sind. Und hier hat ein Kollege aus dem Team auf einmal gesagt, Moment, das sieht doch aus hier wie der Brief, den wir suchen, tatsächlich. Und der muss jetzt allerdings auch noch hier durch diese Anlage, ich muss ihn richtig rum reinstecken, nämlich kopfüber mit der Adresse nach vorne, so. Und dann finden wir ihn hoffentlich da hinten wieder. Denn da hinten wird das alles wieder nach Postleitzahlen geordnet. Auch Cottbus müsste da zu finden sein. Und vor allem arbeitet hier auch der liebe Mario Stein, der das schon seit vielen, vielen Jahren macht. Hallo, guten Abend. Zeigen Sie uns doch erstmal kurz, wo Cottbus ist. Wo kommt der Brief raus von Christian Matthä an seine Schwester? Ich glaube, hier vorne irgendwo. Hier ist das Fach für Cottbus, 03.
Schauen wir mal, ob wir den hier gleich noch finden. Sie sind seit 35 Jahren im Briefgeschäft, kann man sagen. Ja, früher am Anhalter Bahnhof, jetzt seit Anfang an, seit 1997. 1997, als das Briefzentrum eröffnet wurde, bin ich hier. Und jetzt werden ja immer weniger Briefe geschrieben. Ja, blutet Ihnen da das Herz? Wie geht es Ihnen damit? Ja, natürlich, aber das ist halt der, sagen wir mal, der Zeitgeist. Und die Leute nehmen natürlich andere Medien, die sie nutzen. Und wir haben halt hier Brief, aber wir haben immer noch etwas zu tun und ich denke mal, unser Konzern wird darauf reagieren und andere Angebote den Kunden machen. Vor allem haben Sie so eine schöne Maschine, die eine schöne Abkürzung hat und einen vollen Namen hat. Wie heißt die? Also das ist die ILVM, das heißt integrierte Lese- und Videomaschine. Also man kann die Maschine erkennen selbstständig Anschriften und man kann auch eine Kodierung dazu schalten, dass also unsere Kolleginnen das per Hand tippen. Sogar die Sauklaue von Christian Mathé wird entziffert, ja? Ja, es sei denn, es ist so eine Sauklaue, dann will sie es nicht, dann fliegt es wahrscheinlich in ein anderes Fach und müsste dann in die Videokodierung. Ah ja, da bin ich mal gespannt, ob die wirklich noch hier rauskommt, lieber Christian, ob wir den noch mal hier rausfischen müssen. Ja, jetzt sind wir nicht nur in einem Bungalow, wir sind immer noch im Briefzentrum in Berlin in Tempelhof Schöneberg mit Arndt Breitfeld, der auf der Suche nach meinem Geburtstagsbrief war. Diese Aufgabe hat er auf jeden Fall schon perfekt gelöst, der ist aufgetaucht. Jetzt gehen wir noch mal davon aus, dass er auf dem Weg nach Cottbus ist. Aber ich sehe, Arndt, du bist jetzt da, wo ja, die etwas größeren Briefe landen, oder? Ja, ich würde das eigentlich fast gar nicht mehr als Brief hier bezeichnen. Es sind schon fast so kleine Päckchen, ne? Aber das hat natürlich was damit zu tun, dass sich natürlich das Geschäft mit den Briefen in den vergangenen Jahren so verändert hat. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass deutlich weniger Briefe geschickt werden. Und das hat jetzt auch zur Folge, dass das Postgesetz verändert wird. Bisher hieß es ja, dass ein Brief am zweiten Werktag zugestellt werden muss mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Ab 2025 wird das aufgeweicht und dann hat dieser Brief 3 Tage Zeit. Also die Post, die ja seit vergangenem Jahr DHL Group heißt, soll so ein bisschen entlastet werden, damit das Ganze nicht ein Minusgeschäft wird. Bei mir ist jetzt Andrzej Skrocki. Er ist der Leiter der Briefzentren in Schönefeld und in Schöneberg. Ich habe gerade schon gesagt, hier, das sind ja keine Briefe offensichtlich. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Sie auch darauf reagieren müssen, dass weniger Briefe geschickt werden. Genau. Ne? Genau. Eine der Herausforderungen, die wir im Betrieb haben, ist, dass wir den ständigen Rückgang von Brief haben und ein Wachstum von Paketen. Das hat für uns im Briefzentrum die Herausforderung, die Konsequenz, dass wir immer weniger zu tun haben, die Kolleginnen in den Paketzentren dann immer schrittweise mehr und mehr und mehr. Darauf haben wir natürlich reagiert und vor ein paar Jahren entschieden, dass wir kleinere Pakete und warentragende Sendungen statt in den Paketzentren in den Briefzentren bearbeiten. Und dafür ist die neueste Maschine, die wir hier sehen, der Multiformatsorter Brief dafür. Und als wir den bekommen haben, waren unsere Kollegen extrem begeistert, weil es natürlich so ein bisschen die Zukunft ist, was wir hier machen können. Und sie haben den Namen für die Maschine ausgewählt, Kurt, nach dem Kurt von Frank Zander. Natürlich, liegt ja nahe. Natürlich. Und der Kurt ist auch wirklich die Lieblingsmaschine bei einigen unseren Mitarbeitern. Die lieben einfach die Arbeit darauf. Also hier kommt Kurt offensichtlich und die ist dazugekommen, deshalb der Name Kurt. Die Päckchen, die dürfen natürlich nicht zu groß sein, sondern es müssen wirklich sehr kleine Sachen sein. Ja? Also das sind die kleinen Pakete bis zu einer Größe vom Schuhkarton. Also das ist jetzt auch nicht so ganz klein. Für Briefzentrum sind das natürlich so ganz große Sendungen, die wir bearbeiten. Aber wir können jetzt keine Gartenmöbel im Briefzentrum bearbeiten. Das klappt nicht. Und immer mehr Maschinen, aber die Menschen bleiben weiterhin auch wichtig hier. Oder muss man sich Sorgen machen? Absolut. Die Menschen sind die wichtigsten Leute. Die Menschen arbeiten auf diesen Maschinen. Die Menschen betreiben diese Maschinen. Die Menschen warten diese Maschinen, die Techniker. Also unsere Kollegen und Kolleginnen bleiben die wichtigsten Teile und wichtigsten Elemente in den Briefzentren. Vielen Dank. Darauf nageln wir Sie später mal fest. Jetzt gehen wir mal rauf und stellen Ihnen eine der Mitarbeiterinnen vor. Paula Felsen arbeitet da oben. Wir gehen mal hier den Code hoch. Ja, das ist also die Treppe zu dieser Maschine. Und hier arbeitet Paula Felsen. Hallo, wie schön, dass wir... Sie können auch weiterarbeiten oder Sie können Pause machen, wie Sie wollen. Das ist, man muss sagen, es ist eine richtige Fließbandarbeit, oder? Ganz schön anstrengend. Ja, das ist es auch. Aber es macht trotzdem auch Spaß. Ja. Wie sehr denken Sie manchmal drüber nach, was ist eigentlich in den Sachen drin, die ich hier sortiere? Tatsächlich sehr oft. Also vor allem, ich lese gerne und wenn ich dann Sendungen sehe, wo ich schon weiß, das ist von einem Buchhändler, bin ich auch immer so, ach Mensch, das könnte ein Buch sein, das mich auch interessiert. Oder auch Sachen, manchmal auch interessante Sachen, wenn man dann sieht, welcher Absender das ist. Oh, das sieht interessant aus, die Verpackung. Vielleicht bestelle ich da auch mal tatsächlich.
Machen Sie das denn? Bestellen Sie das auch? Das ist ja auch so eine Diskussion. Ne? Soll man viel im Internet bestellen? Ne? Das ist ja auch irgendwie nicht so toll für die Umwelt, wenn das durch die Gegend geflogen wird. Machen Sie das auch? Oder wenn Sie hier selber stehen, denken Sie, am Ende muss ich es ja selber sortieren? Tatsächlich mache ich es eher weniger. Aber ab und zu verleitet es einen dann doch, wenn man feststellt, oh, es wird scheinbar sehr oft von dieser Firma bestellt, dann muss es ja gut sein. Und vielleicht haben die interessante Produkte, die mich auch interessieren. Und jetzt arbeiten Sie seit 18 Uhr, Ihre Schicht hat begonnen. Wie ist es bisher gelaufen? Läuft es immer gleich oder ist es heute besonders irgendwie? Heute ist tatsächlich für den Montag relativ entspannt noch. Wir haben hier sehr viel Post tatsächlich, aber ich glaube, das sollte alles noch zu schaffen sein. Also ich glaube, es wird nicht so stressig werden wie manche andere Tage. Sie arbeiten in Teilzeit, das ist ja hier möglich. Warum machen Sie das? Momentan bin ich auf der Suche noch nach einem anderen Arbeitsverhältnis und mit der Teilzeit habe ich eben die Möglichkeit, auch mich umzuschauen und vielleicht auch dann zwei Jobs parallel zu machen. Und dann arbeite ich abends hier und dann tagsüber woanders. Privat ist es vielleicht auch ganz hilfreich, oder? Genau. Privat ist für mich ganz praktisch, weil ich pflege meinen Freund zu Hause und dementsprechend kann ich dann tagsüber dafür da sein und abends dann eben hier arbeiten. Warum müssen Sie Ihren Freund pflegen? Fragen darf, wenn es nicht zu übergriffig ist, gerade in dieser Situation? Er sitzt im Rollstuhl und braucht dementsprechend Pflege oder beziehungsweise Pflege ist ein bisschen übertrieben gesagt, eher die Betreuung für Essen machen und eben den Haushalt. Und da bietet es sich dann halt an, wenn ich zu Hause bin und das auch machen kann und er dann nicht lange auf mich warten muss, wenn er von seiner Arbeit kommt. Beeindruckend ist das. Und seit 2,5 Jahren machen Sie das hier und Sie haben eben schon angedeutet, Sie suchen eigentlich auch was anderes, möglicherweise, obwohl das hier ein toller Arbeitgeber ist und so weiter. Und die lassen es auch hier über alle Treppen und Rolltreppen und über alle Fließbänder laufen. Aber was suchen Sie, falls jemand zuhört, zuschaut? Ich suche tatsächlich was im Bereich Postproduktion in der Filmbranche. Also, wenn da irgendwas wäre, würde ich gerne weitermachen. Das habe ich ja studiert und dann eben durch Corona Schwierigkeiten gehabt, da ein Arbeitsverhältnis zu finden und dementsprechend bin ich hier und halte aber weiterhin die Augen offen. Da muss man keinen Brief schreiben, sondern man kann sich einfach beim RBB melden und dann sich melden. Genau. Das heißt, wenn Sie jetzt hier nach Hause gehen, ganz kurz noch, dann wann haben Sie Schluss? Dann passiert noch was? Oder? Ich habe um 21 Uhr jetzt diese Woche Schluss. Ich komme nach Hause, ich esse vielleicht noch was und dann falle ich auch schon ins Bett und schlafe. Also ein ganz entspannter Abend an sich. Wie bei uns allen. Ne? Wir müssen gar nicht immer so tun, als ob wir immer noch Partys feiern, in den Cocktails, Bar was trinken gehen. Am Ende fallen wir doch alle immer todmüde ins Bett. Vielen, vielen Dank für diese spannenden, auch sehr intimen, persönlichen Einblicke. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, nicht schlecht. Und bevor wir Sie für heute verlassen und die Nachrichtenkolleginnen und Kollegen gleich übernehmen, gehen wir noch mal ins Briefzentrum nach Tempelhof-Schöneberg in Berlin, wo Arndt Breitfeld heute ist. Und Arndt, ich muss wirklich noch mal sagen, großes Kompliment an dich und an das ganze Team, dass ihr meinen Geburtstagsbrief an meine Schwester gefunden habt. Ich habe ihn heute Morgen eingeworfen und er ist ja aufgetaucht bei euch. Ja, ich bin auch fassungslos, dass das geklappt hat. Fassungslos bin ich vor allem, aber auch, dass wir hier gerade noch im VIP-Bereich der Deutschen Post bzw. DHL-Mitarbeiter sein dürfen mit diesen wunderschönen grünen Pflanzen, die so liebevoll hier gepflegt werden. Steffen Teuscher ist der Betriebsleiter. Ich möchte ihn auch noch mal ganz kurz fragen, der Geburtstagsbrief, kommt der jetzt morgen ganz sicher an bei der Ehre der Deutschen Post und der DHL? Ja, morgen ist der Geburtstag. Kommt er an? Der wird ankommen. Die Kolleginnen und Kollegen Katrin Rietschel in Cottbus, die werden alles dafür tun, ihn weiter zu sortieren. Dann kommt dann die Zustellung und das wird klappen auf jeden Fall. Okay, wir nehmen Sie beim Wort. Vielen Dank. Christopher Hameister, mein lieber Kollege, ist morgen in Dahlewitz unterwegs bei der Fußball-Europameisterschaft der Schulen. Und ich frage mich jetzt natürlich gerade, was mache ich eigentlich mit dem zweiten Brief? Jetzt soll ich den noch losschicken oder willst du einfach für nächstes Jahr die Zahl ändern? Ich schicke ihn noch mit los. Schicke ihn gleich noch mit los. Kompliment an die Post an dieser Stelle. Dankeschön, Arndt.